Besser kann ein Einstand nicht laufen. Thorsten Lieberknecht hat bei seinem Debüt als Trainer des Fußball-Zweitligisten MSV Duisburg gleich einen Sieg beim Tabellenführer gefeiert. Der langjährige Braunschweiger Coach bejubelte einen 2:1 Erfolg beim 1. FC Köln und verließ mit dem MSV nach dem ersten Saisonsieg den letzten Tabellenplatz. Der FC, der zuvor 3 Siege nacheinander eingefahren hatte, hat nach dem 9. Spieltag noch 2 Punkte Vorsprung auf die ersten Verfolger. Mann des Tages bei den Duisburgern war der in der FC-Jugend ausgebildete Colli Oliveira Souse, der am Montagabend das 1:0 erzielte, 9. und das entscheidende Eigentor von Matthias Wader erzwang, 73. Nationalspieler Jonas Hector hatte zwischenzeitlich ausgeglichen, 35. Der aus dem Duisburger Nachwuchs stammende Torjäger Simon Terodde blieb erstmals seit 6 Spielen mit insgesamt 12 Treffern torlos, 148 Tage, nachdem er durch ein 2:6 mit Braunschweig in Kiel abgestiegen war, gab Lieberknecht sein Comeback gegen den damaligen Kieler Trainer Markus Anfang auf der Kölner Bank. Personell hatte Lieberknecht gegenüber dem letzten Spiel unter seinem Vorgänger Ilja Grün nur eine Änderung vorgenommen. Oliveira Souse spielte für Ahmet Engin und traf prompt für das erstaunlich forsch auftretende Tabellenschlusslicht. Doch Köln glich mit der allerersten Torchance aus und Lieberknecht war stocksauer, schon vor dem Eckball, aus dem Hectors Treffer resultierte, hatte er beim 4. Offiziellen reklamiert, es hätte Abstoß geben müssen. Die Duisburger blieben aber weiter gefährlich, einen Kopfball von Dustin Bohmheuer lenkte FC-Torhüter Timo Horn an die Latte, 44. In der 2. Halbzeit rannte Köln entschlossen, aber recht planlos gegen leidenschaftlich verteidigende Duisburger an und lief sogar noch in einen Konter. DPA